für Spiel und Jahr für Jahr. Für immer und den Tag. Mein Herz, das schlägt für Rot-Blau. Goal für Goal und Sieg für Sieg. Für immer und den Tag. Mein Herz, das schlägt für Basel. Guten Abend und herzlich willkommen zum FCB Total von dieser Woche. Im ersten Spiel unter dem neuen FCB-Trainer Patrick Rahm erzittert sich der FCB in der letzten Sekunde in Luzern einen Sieg. Der Einstand ist also geglückt und ich freue mich, den neuen FCB-Trainer heute bei uns im Studio zu begrüßen. Sali Patrick. Guten Abend. Und wie jede Woche ist natürlich auch der Ernie Meisen hier. Sali Ernie. Sali Ernie. Es ist also einiges passiert in den letzten Tagen rund um den FCB. Ein Trainerwechsel und zum Abschluss der Woche ein Fußballdrama in Luzern, ein 90-minütiges mit einem Happy End für den FCB. Es ist eine Rückkehr mit Ansage. Eine Rückkehr zwar mit Verspätung, aber eine Rückkehr mit dem nötigen Effekt. Der Patrick Rahmen übernimmt vergangene Woche den Posten an der Basler Seitenlinie von Ciriaco Sforza. Bis im Sommer soll er zusammen mit der Mannschaft zumindest den zweiten Rang sichern. Der Stolz erschwingt mit beim Basel. Der Druck ist allgegenwärtig. Es ist aber bei Gott keine traumhafte Ausgangslage, um neuen FCB-Trainer zu werden. Ganz im Gegenteil. In den letzten 9 Matchen dieser Saison muss der Patrick Rahmen als Interimslösung seine Visitenkarten abgeben. In der wohl schwierigsten Phase von Rot-Blau in den letzten Jahrzehnten. Für mich ist die Situation so, dass wir den Tatsachen ins Auge schauen müssen. Wir haben in den letzten 10 Matches einmal gewonnen. Und dann ist es natürlich auch für mich als Basler natürlich eine spezielle Sache. Das ist ganz klar. Und ich sehe das als grosse Herausforderung. Aber ich glaube, ich bin gut gewappnet für diesen Job. Ich habe meine Erfahrungen können sammeln. Und bin überzeugt, dass wir das jetzt in die richtige Richtung bekommen. Die rot-blauen Männer haben ihn beim Wort genommen. Am Debütantenball von Patrick Rahmen am Samstag liefert das Team ab. Und wie? Emotionen, Spielfreude, eine ungewohnte Leichtigkeit und besonders die lang vermisste Qualität. Ein Match doch noch zu drehen und zu seinen Gunsten zu entscheiden. Es sind Tugenden, die man schon lange nicht mehr in dieser Form gesehen hat beim FCB. Und auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt und man den Sieg sprichwörtlich in letzter Sekunde im Pepisack gestopft hat, der Trainerwechsel, er hat seinen gewünschten Effekt gehabt. Ja, er ist mit sehr viel Positivität das Ganze angegangen, hat Energie drin gebracht, hat gesagt, schau Jungs, ihr könnt shooten, ihr müsst es noch auf den Platz bringen, ich bin da, gebe euch ein paar Ideen mit und probiere euch zu helfen. Und wir danken ihm am besten mit Punkten. Dass es sehr, sehr entscheidend war, dass wir im Kopf bereit sind. Dass es sehr entscheidend war, dass wir probiert haben, ein paar Steine aus dem Rucksack rauszunehmen, die uns alle belastet. Dass wir heute mit einer gewissen Leichtigkeit auftreten können. Die Spielfreude, sie macht Hoffnung. Hoffnung, dass der FCB im Endspurt von dieser Meisterschaft doch noch sein bestes Gesicht zeigen kann. Zu oft sind Fans, die weiterhin aus den Stadien ausgesperrt sind, enttäuscht worden, haben gedacht, dass jetzt die Wende kommt. Sie ist aber nie gekommen. Den ersten Schritt in eine andere Richtung, wieder nach vorne. Aber es ist, glaube ich, für alle klar, dass es jetzt auch richtig losgeht. Jetzt haben wir 8 Tage Zeit, um wieder mehr Sachen anzuschauen, um einfach vielleicht die Positivität mitnehmen, ein bisschen Selbstsicherheit mehr mitnehmen, dass wir weiter gewinnen können. Weil ich meine, auf Gedeih oder Verderb müssen wir mehr Match gewinnen und das war jetzt mal ein erster Schritt gewesen. Der erste Schritt, er ist gemacht vom FCB unter dem Patrick Rahmen. Die Frage ist jetzt, folgt gegen Servette der nächste Schritt aus der Krise? Oder ist der Rahmeneffekt schon nach dem ersten Match wieder verpufft? Ja, Ernie, es war wieder mal ein Befreiungsschlag gewesen, aber was muss jetzt passieren, dass der FCB nicht wie so schon oft in dieser Saison wieder zurück ins alte Fahrwasser geht? Gut, das liegt natürlich an Patrick Rahmen, dass das nicht passiert. Was man jetzt gesehen hat in dem ersten Spiel mit ihm als Trainer, ist, dass da von der Einstellung, von der Mentalität her eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz gestanden ist. Sie haben zwar 5-6 Minuten gebraucht, bis sie den alten, ich sage jetzt mal, den alten Trott haben können abschütteln. Aber von dort an hat man dann wirklich gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die auch an sich glaubt, die Aktionen kreiert, wo einmal schnell nach vorne spielt, wo mehrere Spieler in die Spitze gehen.
Der Unterschied, der ist eklatant gewesen. Am Schluss, klar, ist spannend gewesen. Die Luzerner sind auch noch mal gekommen. Das gibt's halt einfach. Aber man hat bis um 94. Minute hat man versucht, noch mal ein Goal zu schießen. Ich bin überzeugt, vorher hat man das Spiel am Schluss noch verloren statt gewonnen. Oder? Und darum, das ist das Wichtigste gewesen, die wichtigste Aufgabe, die Patrick hat, ist die Mannschaft im Kopf innen wieder anzukriegen. Er hätte ja denen nicht können, innen drei Tage Fußballspielen neu beibringen. Aber im Kopf innen, das ist enorm wichtig gewesen. Patrick, es war dein erster Match als FCB-Trainer gewesen. Und ich glaube, es gibt nicht viele Trainer auf dieser Welt, die so eine Achterbahnfahrt, eine emotionale erleben, wie du das gehabt hast. Wie hast du das erlebt, die erste Match an der Seitenlinie? Ja gut, eben der Einstand oder der Anfang des Spiels ist nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, ist ganz klar. Wir wollten eigentlich agieren, wie das, was Luzern gemacht hat, dass wir sie gerade unter Druck setzen. Und dann haben wir schon 5, 6, 7 Minuten gehabt, wo wir unterdurch haben müssen. Dann ist dann das Gegengoal gekommen. Aber für mich ist eigentlich gerade so ein entscheidender Punkt gewesen. Ich habe der Mannschaft gesagt, egal wie der Spielverlauf ist, für mich ist wichtig, dass wir 90 Minuten die Aggressivität auf den Platz bringen. Und egal, was dazwischen passiert, wir gehen unseren Weg. Und wenn ich gesehen habe, die Körperhaltung nach dem 0-1, es ist sofort, der Ball ist führen, jeder hat dem anderen gesagt, es geht weiter, keiner hat den Boden geschaut. Und das war für mich schon ein entscheidender Moment, dass ich von dort an wusste, dass der Match der wird schon noch in unsere Bahnen hineinlaufen, weil ich gemerkt habe, dass die Mannschaft auch die Situation jetzt annimmt, nochmal einen Nackenschlag, aber wir werden damit umgehen können. Und dass wir dann natürlich relativ gleich das 1-1 schiessen können, hat natürlich eine Karte gespielt, ist klar. Und dann muss ich sagen, haben wir natürlich bis zur Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Wie der Ernie gesagt hat, was Freude gemacht hat, die Mannschaft unterwegs war, was Speak war. Wir haben über den Ballbesitz den Gegner können dominieren, aber auch im Umschaltspiel. Auch die Goal, die passiert sind, hat man wirklich gesehen, was die Mannschaft eigentlich, oder was in der Mannschaft eigentlich hineinsteckt. Und schade haben wir dort den Sack dann nicht zugemacht, weil eigentlich hättest du das 4. und 5. noch in der ersten Halbzeit müssen machen, aufgrund von der Chancen. Auch Anfangs zweite Halbzeit. Und in der Phase, in der du jetzt bist, und dann bekommst du so ein Gegengoal, ist klar, dann nachher, kommt der Gegner nochmal auf. Aber auch dann, wir sind nicht gehalten, oder? Wir haben am Schluss dann wirklich in den letzten 5-6 Minuten ist nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Auch die Spieler, die reingekommen sind, ist wichtig gewesen, die haben agiert. Und wir haben ja vorher noch die Chance mit Maldo Kalulu gehabt, wo er auch ein Goal machen mit dem Paitim Kasami auch noch eine grosse Chance. Also von dem her ist es für mich über 90 Minuten hochverdient gewesen, aber es hat auch wieder schief gehen. Das heißt, es braucht nicht viel und an dem müssen wir natürlich jetzt weiterarbeiten. Du hast angesprochen, es hätte auch schief gehen von einer Woche. Ist genau umgekehrt gewesen. Ernie, was hat denn die Mannschaft jetzt in diesem Match gehabt? Welche Schalter haben sie können umlegen, dass sie eben das Glück jetzt auf ihre Seite haben können? Ja, sie haben an sich geglaubt. Obwohl sie das 3-3 ausgleich gekriegt haben, nachdem sie eigentlich den Sack schon hätten können zumachen, haben sie immer noch an sich geglaubt. Sie haben immer noch nach vorne gespielt. Es sind nicht Einzelaktionen nach vorne gewesen, sondern es sind Spielzüge nach vorne gewesen, die man vorher auch praktisch nie gesehen hat. Das ist mehr ein bisschen so Einzelleistungen. Und wenn das halt keiner gemacht hat, dann hat es halt nichts daraus gegeben. Sie haben effektiv an sich glaubt bis am Schluss. Und das ist ja das, was IB immer so stark gemacht hat, wo man immer gesagt hat, in den letzten Minuten machen die immer noch ein Goal und so. Die sind aber auch alle für und jetzt auch, sind immer 6, 5, 6, 7 Spieler vom FCB ganz am Schluss immer noch vorne in der Spitze gewesen und das macht dann, das geht Unruhe und am Schluss hat es halt dann auch ein Goal gegeben und wenn natürlich immer nur ein Stürmer im 16er immer steht, dann kann auch nie etwas passieren. Und die Mentalität haben sie in diesem Spiel gehabt. Also eigentlich schlecht angefangen, sich auffangen, in Führung gegangen, quasi als sicher Sieger mal einen Moment ausgesehen, dann wieder ein Rückschlag, aber trotzdem wieder daraus rausgekommen. Und das hat sie stark gemacht. Und darum, das ist auch das Wichtige gewesen, dass sie hier im Kopf können umstellen können. Es liegt ja nicht am spielerischen Potenzial im Prinzip von der Mannschaft, aber wenn du im Kopf nicht frei bist, dann kannst du plötzlich auch nicht mehr shooten. Und was man auch vermisst hat in dieser Saison, war das schnelle Umschalten vom FCB. Das hat man am Samstag aber gesehen, vor allem das 3-1. Das war eigentlich ein Bilderbuchkonter. Schauen wir doch hier kurz mal drauf. Da ist zuerst Luzern im Angriff, dann der Schussversuch. Und dann wird Fabian Frey den Ball ab. Und ja, und da sehen wir auch, da geht alles nach vorne. Das geht blitzschnell mal nach vorne. Oder? Jeder, da kommen auch andere mit.
vor, da ist man lieber vielleicht einmal stehen geblieben. Man denkt, ja komm, der kommt ja sowieso nicht. Da glaubt man daran, dass der Ball auch kommt. Also Chegrova läuft doch dort rein, wo, eigentlich, wo der Ball auch ankommen sollte. Aber vorher, ich behaupte jetzt das einmal, wären wir hinten ein bisschen stehen geblieben, dann wären wir eben genau den Meter zu spät gewesen, wo es einmal braucht, wenn du wirklich an das glaubst, was kann passieren. Und das haben sie hervorragend gemacht. Auch mal schnell nach vorne gespielt. Nicht immer nur im Kopf gehört, den Ball ein bisschen behalten, ja, den Ball nicht verlieren. Und das macht die Mannschaft dann auch stark. Auffällig ist vor allem Edon Chegrova. Der trifft ja nur gegen Luzern, aber dafür meistens doppelt. Oder, ja. Hast du den Chegrova ein bisschen vor der Leine gelassen am Samstag? Ja, ich glaube, jeder hat jetzt versucht, sich einzugehen in die Mannschaft rein. Ich glaube, die Mannschaft hat sich auch bewusst gesehen, und das habe ich auch mit ihr besprochen, dass man jetzt natürlich auch in der Verantwortung steht. Also, man kann ja nicht einfach sagen, der Trainer allein ist gesehen. Also, ich bin im Trainerteam gesehen, die Mannschaft ist ein Teil davon gesehen. Und ich kann ihnen einfach mitgeben, was wir jetzt aus meiner Sicht müssen verändern müssen. Und da habe ich einfach erwartet, dass einfach jeder daran unterstützt, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz sind, wo 90 Minuten, egal was passiert, zueinander steht und einander unterstützen tut, Aufwand nimmt, aggressiv ist. Und aggressiv heisst für mich nicht, dass man einfach die Leute umhält, sondern dass man heiß ist und die Laufwege gegen den Ball, aber vor allem auch mit dem Ball, das was man jetzt gesehen hat, im Umschalten, dass man mit 3-4 Spielern in die gegnerische Platzhälfte kommt, in den Strafraum hineinkommt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, das Goal zu schiessen. Dass man nicht immer nur den Ballbesitz haben, wir müssen beides haben. Oder? Ich meine, gestern war es so gegen Luzern, dass wenn der Gegner natürlich auch mitspielt und Risiken nimmt im Spiel, dann hast du natürlich die Umschaltphasen. Aber wir haben natürlich auch Gegner, die dann in erster Linie mal zuerst in der eigenen Platzhälfte stehen, der vorderste mit die eigene Platzhälfte ist und dann ist es ein anderes Spiel und dann musst du wieder andere Lösungen haben. Aber auch dann musst du die Laufwege in die Tiefe haben, du musst Leute in den Strafraum reinbekommen, sonst ist es halt viel Ballbesitz und schaut wenig raus. Und die Variabilität in der Offensive, die will ich von der Mannschaft sehen und vor allem eben auch der Wille, jeder, dass der Amt unterstützt. Und es muss auch geil sein, wenn einer einen Fehler macht, den können auszumerzen. Das ist genau gleich wichtig für die Mannschaft, wenn man einen Goal schießt. Und wenn das wieder reinkommt, dass jeder von der Amt erlebt, dann sind wir wieder auf dem Level, wo wir mindestens gut spielen. Wir gewinnen vielleicht nicht immer, aber wir spielen gut. Und dann ist die Chance natürlich auch riesig, dass du Punkte tust. Die Einstand ist jedenfalls gelückt und der FCB ist mit dem Sieg auch weiterhin voll dabei im Kampf um den zweiten Platz. Und schauen wir doch noch kurz auf die Tabelle nach dem 28. Spieltag. Roblau hat 2 Punkte Vorsprung auf Lausanne, 1 Rückstand auf Lugano und 2 auf Servet. Und Servet ist der nächste Gegner. Und da braucht es vermutlich noch etwas mehr als am Samstag gerne. Ja, ich denke, Servet ist natürlich spielerisch sehr eine starke Mannschaft. Also da musst du natürlich defensiv wirklich gut stehen. Aber ich denke, gerade auch dort, die spielen ein bisschen mit, wenn du schnell umschaltest, schnell nach vorne spielst, dass du natürlich vieles so rausholen kannst. Und mit der Einstellung, die sie jetzt in Luzern haben, habe ich von dieser Richtung sicher mal keine Bedanken. Bis sie ein Spiel wieder souverän über die Runde spielen, das wird noch eine Zeit gehen. Das ist einfach so. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man schon nur so weitermacht, wie man jetzt aufgehört hat in Luzern, vor allem von der Einstellung, von den Emotionen, von der Freude. Man hat wieder mal Spieler gesehen, die gelacht haben auf dem Feld. Oder? Das habe ich vermisst. Das ist jeder denkt, oh, jetzt muss ich und überhaupt, das läuft nicht. Das ist ganz anders. Und dort musst du weitermachen. Das ist eigentlich das muss unbedingt sein, oder? Und das andere Spiel ist, das kommt manchmal von allein plötzlich. Weil jeder anders läuft, jeder ist anders spielbar, anspielbar, jeder ist besser in einer besseren Position. Und das gibt Selbstvertrauen. Und dann gibt es aber auch so Spielzüge, wie man hier gesehen hat. Ich meine, der Spielzug zum Ausgleich, das war genial. Weiter Pass mit dem Kopf in die Mitte, das war alles gewollt. Das hast du gesehen. Der hat gesehen, dass dort einer ist. Und der konnte mit dem Cabral und Chegrova. Der Cabral wusste, der kommt innen und Chegrova ist überzeugt, dass der Ball kommt. Also, das sind so Automatismen, die nur dann klappen, wenn jeder mit dem Herz, mit dem Kopf dabei ist. Und das war genial. Das war das Wichtigste. Der erste Schritt ist also gemacht, Patrick. Und jetzt ja, die Frage an dich. Wo muss man denn da die Schraube jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen anziehen?
Ja, ich glaube, jetzt ist es wichtig, dass man den Weg konsequent weitergeht. Jetzt haben wir einmal den ersten Schritt gemacht. Wir haben jetzt gesehen und gespürt, dass es funktioniert so. Und jetzt ist es an mir und dem ganzen Team, am Trainerteam und auch der Mannschaft, dass wir da nicht nachlassen, dass wir auf diese Sachen Wert legen und dass jeder mitzieht, dass wir das Augenmerk auf das haben. Und dann gibt es natürlich Sachen, eben, es hat ein paar Sachen gegeben, die ich will sehen, Luzern, dass die Variabilität ist, dass man, nicht, dass man auch tiefe anvisiert, dass man mehr Laufwege haben und die machen halt auch weh. 30, 40 Meter Sprints, die man machen. Und wenn du variabel bist, weiss der Gegner nicht genau, okay, können sie jetzt über die langen Bälle oder sind sie eher am Vorbereiten, dass wir die Variabilität haben. Und natürlich auch gegen den Ball. Da hat die Mannschaft auch viele Aufwände genommen. Wir haben wirklich hoch gepresst, auch mal ein bisschen tiefer gestanden. Und das ist klar, in der Phase, wo Luzern dann aufgekommen ist, da müssen wir in der Organisation noch besser werden. Da müssen wir auch wieder schauen, dass, wenn eine Druckphase kommt vom Gegner, dass wir schauen, dass wir wieder mehr Ballbesitz haben, um das auch wieder brechen vom Gegner. Das sind alles so Sachen, die dann noch Schritt für Schritt kommen. Aber das geht nur über die Basics, die wir jetzt vorher darüber geredet haben. Und dann kommt es anderen auch wieder. Ja, es ist sicherlich mal ein neuer Wind an der Seitenlinie. Aber Ernie, es hat sicher schon einfacher im Moment gegeben, zum FCB Trainer zu wählen. Ja, natürlich, aber es ist auch eine riesige Chance für den Patty, oder? Wenn er das jetzt so kann weiter durchziehen kann und das weiterhin so positiv weitergeht, wieso kann man ihm dann nicht weiterhin eine Chance geben? Wieso muss man dann etwas wechseln? Also, ich sage jetzt einfach mal böse, schlechter als es gesehen ist, kann es sowieso nicht mehr werden, aber es kann auch sehr gut werden. Und wenn das so, wenn die Fortschritte weiterhin so gehen, dann hätte es auch verdient, dass man mit ihm die neue Saison plant. Und weil man sieht ja gleich mal, ob die Spieler hinter ihm auch stehen. Also in Luzern ist das 100% der Fall gewesen. Ich glaube, schlussendlich ist auch diesen Spielern allen ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, dass mal die Negativität mal unterbrochen wird, halt auch von außen mit der Kritik zum Trainer, zum Vorstand, zum dort. Jetzt ist ein bisschen ein Neuanfang und ich hoffe ja, dass die Mannschaft den Elan weiternimmt, dass man das weiterziehen kann. Und ich denke, mit dem Pater haben sie jetzt den ersten Schritt gemacht. Und da muss man halt, das muss man jetzt bestätigen. Wie ist das denn bei dir, Pater? Glaubst du jetzt ein bisschen im jetzigen Moment, du bist jetzt ein Trainer, oder denkst du erst ein bisschen weiter, also über die Saison raus? Nein, ich denke jetzt wirklich, der nächste Match an Servet. Ich weiß, das will man damals nicht so hören. Aber es ist einfach so, der Fokus muss jetzt sein. Aber wenn du mich fragst, ob ich Trainer werden will, sage ich natürlich, will ich Trainer bleiben. Also, sonst hätte ich es jetzt auch nicht gemacht. Aber ich denke jetzt nicht über das raus, weil wichtig ist, dass wir jetzt das können weiter bestätigen können. Und dann müssen wir die Argumente weiterhin sammeln und offenlegen. Und dann nachher werden wir dann sehen, wie es rauskommt. Aber für mich ist jetzt wichtig, dass der Drive und die Ausrichtung, dass das bleibt, dass wir die Freude haben, die Energie drin bleibt. Und das ist mir mal jetzt kurzfristig wichtig. Und dann werden, wie ich vorher gesagt habe, dann werden das Resultat stimmen, da bin ich sicher. Und was ist denn momentan grösser, der Druck oder eher endlich bei Robben an der Seitenlinie zu stehen? Ja, ich glaube, Druck hast du als FCB-Trainer immer. Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, gewinnen müssen wir ja sowieso immer mit unserer Erwartungshaltung, die wir haben. Aber wichtig ist in erster Linie, dass man alles dafür macht. Und wie gesagt, ich kann mit dem Druck leben. Ich bin jetzt relativ lange im Geschäft. Ich habe auch in der Bundesliga erlebt. Und ich bin froh, dass ich die Sachen auch alle erleben konnte. Und darum fühle ich mich jetzt im Moment auch nicht irgendwie in eine Enge getrieben oder habe irgendwie einen riesen Druck in mir drin. Nein, ich fühle mich wohl und bin zuversichtlich, dass das weiterhin gut laufen wird. Die Vorgänger, Chirag Sforza, der hat ja jede Spielszene fast kommentiert, muss man sagen. Wie bist du so als Trainertyp? Eher der Leute, oder? Ja, ich bin einer, der draußen sehr viel analysiert, aber natürlich auch reingibt. Ich glaube nicht, dass es so ruhig war, wie es zum Teil jetzt kommuniziert worden ist. Ja, schon relativ viele Sachen reingegeben. Vielleicht haben wir es einfach nicht so gehört wie beim Chiri, aber ich kann laut sein, aber ich bin auch der Meinung, oder für mich ist es wichtig, dass ich punktuell die wichtigen Sachen kann sagen kann und sonst auch eben konzentriert bin und so der Mannschaft kann helfen kann. Ich glaube, man macht auch immer ein bisschen zu viel Diskussionen, weil wenn es gut läuft und ein Trainer schreit, dann nachher, ist er voller Energie für die Mannschaft und wenn er ruhig ist, dann vermittelt er Ruhe der Mannschaft und wenn es umgekehrt ist und es läuft nicht, dann ist eben auch beides schlecht. Also ich glaube, es hat jeder seinen Stil und wichtig ist einfach das, was auf dem Platz läuft.
Und bist du so in der ersten Woche mit den Spielern umgegangen? Hast du mit jedem ein bisschen Gespräch gesucht oder hast du da, ist das verlaufen? Ja, ich habe natürlich schon auch viele Vier-Augen-Gespräche geführt und habe so auch versucht, Spieler abzuholen. Vor allem eben auch die erfahrenen Spieler, denen auch gesagt, was ich von ihnen erwarte. Ich jetzt habe auch angehört, ihre Meinung, wie sie es gesehen und habe das eigentlich ja, mit diesen Informationen zusammen, habe ich dann auch die Ausrichtung gewählt mit dem Trainerteam zusammen. Jetzt noch kurz ein Themawechsel. Am Samstag hat der Fabian Frey sein 400. Spiel für den FCB gemacht. Also er kratzt langsam an deiner Magenernie. Er überholt dich vielleicht diese Saison noch. Außer, ja, muss man dem abmachen. Ich muss mit dem Peter reden. Vielleicht kann er ein bisschen bremsen. Nein, der wird mich haushoch wird er mich überholen. Das ist aber auch nicht wichtig. Wenn er gute Spiele macht, dann soll er noch 10 Jahre spielen, sage ich jetzt einfach blöd. Nein, ich finde es toll, dass er so viele Spiele für den FCB hat schon können machen und das zeigt auch, dass er das FCB-Herz auch hat. Und ich hoffe auch, dass er jetzt auch halt wieder ein bisschen befreiter aufspielt, halt auch wieder ein bisschen mehr auf die Mannschaft Einfluss nimmt. Und ich glaube, er fühlt sich jetzt auch schon wohler als auch schon. Und ja, ich wünsche ihm da auch viel Glück. Gratuliere mir herzlich zu diesen 400 Spielen. Also, weiter so, oder? Kann ich da noch sagen. Also glaubst du auch, Fabian Frey ist eine wichtige Stütze, jetzt am Samstag wieder gesehen, ein bisschen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen? Da. Ja, das ist das eine. Er hat noch auf eine Position gespielt, die er nicht immer spielt. Also seine Sache richtig gut gemacht, einen sensationellen weiten Pass geschlagen zu einem Goal. Also mehr kannst, was willst du noch mehr verlangen? Oder? Er war einfach gut gewesen. Also viel besser als in den letzten Match, wo ich so ein bisschen gesehen habe. Ja, und jetzt am Samstag, am Sonntag, wie viel gewinnen dagegen Servet? Ich gebe nie ein Resultat ab, das mache ich nie, aber ich will einfach wieder eine Mannschaft sehen, die dort anknüpft, wo sie vor allem in der ersten Halbzeit nach dem 0-1 oder nach dem 1-1, wo wir geschossen haben, dann sich präsentiert hat, schauen, dass wir das möglichst über 90 Minuten auf den Platz bringen können. Aber wichtig nochmal ist, dass die Ausrichtung stimmt, dass jeder Verdammte da ist, aggressiv ist und zeigt, er will unbedingt für den FCB alles geben, das rot-blaue Liebli so repräsentieren, gut, wie wir uns das alle in Basel wünschen. Gut, das hoffen wir natürlich auch. Der FCB geht es, wie gesagt, am Sonntag weiter. Und dann hat es auch noch News gegeben, Zeug, Machtkampf Burgener Tage. Das finden Sie bei uns online. Das nächste FCB-Tag gibt es dann nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.